Die Niagarafälle transportieren 30 Millionen Kubikmeter Wasser pro Stunde. Welche ist die Leistung des Wasserfalls, wenn das Wasser aus 44 Meter Höhe fällt? Hier die Angaben. Das Volumen des Wassers beträgt 30 Millionen Kubikmeter, also 3 mal 10 hoch 10 Kubikdezimeter. Ein Kubikdezimeter entspricht einem Liter, und da es sich hier um Wasser handelt, ist die Masse gleich zu 3 mal 10 hoch 10 Kilogramm. Die Zeit T beträgt eine Stunde, das heißt 3600 Sekunden. Die Höhe H beträgt 44 Meter. Wir suchen die Leistung P des Wasserfalls, Leistung, die wir in Watt ausdrücken. Um diese Leistung herauszufinden, starten wir mit dieser Formel: Leistung gleich verrichtete Arbeit geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Und diese Arbeit W können wir bestimmen durch die Formel Arbeit gleich Kraft mal Weg, also hier Gewichtskraft mal Höhe. Die Gewichtskraft groß G wird bestimmt durch diese Formel groß G gleich Masse mal Fallbeschleunigung klein g. Also ist die Leistung gleich zu m mal klein g mal h geteilt durch t. Im Zähler erkennen wir die potenzielle Lageenergie des Wassers bei dieser Höhe h. Wir ersetzen m durch 3 mal 10 hoch 10, klein g durch 9,81, h durch 44 und t durch 3600. Und somit finden wir als Leistung dieses Wasserfalls 3 Milliarden 597 Millionen Watt. Diese Zahl schreibt man in den Wissenschaften so: einer Ziffer 3,597 mal 10 hoch 9 Watt.